Willkommen zu einer neuen spritzigen Folge. Kannst du 3, 2, 1 machen? Ach, ich weiß Gott, nicht, wann du Bescheid stimmt kriegst. Ja, ich vergesse es immer. Alarm die Aufnahme. 3, 2, 1. Willkommen zu einer neuen. Was spielen wir nochmal? Dead by Daylight. 3, 2. Warte. Ich muss jetzt hier was beenden. Jetzt. Männer. 3, 2, 1. Willkommen zurück zu einer neuen unheimlichen Folge Dead by Daylight mit dem Mann, der uns alle umbringen möchte, Quantissimo. Hallo. Ey, das war ein bisschen zu extrem. Was? Machen dann nicht übertreiben, Mann. Ist ja ab. Habt ihr Angst? Ja. Deswegen wollte ich nicht den Killer spielen lassen. Wie? Ich weiß nicht, wie das funktioniert. Ja. Du gehst in so einer Rolle viel zu sehr auf. Ja, aber wir sollten das ausnutzen, dass er die Steuerung noch nicht kennt. Habt ihr mal Quantums Keller gesehen? Oh, ganz düster. Niemand hat gerade Keller kam gesehen, eine frische Lieferung von Dildos. Damit verfolgt er uns jetzt. Das ist doch meine Privatdetails, bitte für dich behalten. Es ist außerdem nicht, war da ist ein Geschenk für dich Limits dabei. Ach, ich hab auch einen neuen geholt. Ja, dann für den Keller, wenn du dann dort gefesselt bist. Ich gehe da nie hin. Ich gehe da nie hin. Ich bin total in den Shadows. Eigentlich wollte ich dich jetzt so ein bisschen beobachten. Ich wollte den Killer eigentlich so ein bisschen stalken. Du bist krank. Ich werde dich essen, Quantum. Ich glaube, ich bin das Opfer hier eigentlich. Ja, du bist eigentlich nur so ein leicht zurückgebliebener, aber freundlicher Automechaniker, der seinen Hof verteidigen will, weil die Kids wieder am Generator rumfingern. Da ein Party machen müssen. Ich hasse Partys. Du brauchst noch so eine viel tiefere und abgefucktere Stimme. Du bist mir einfach nur nicht verstörend. Nicht zu holen, Barbara. Ich heiße nicht Barbara, ich bin Whoopi Goldberg. Ab jetzt heißt du Barbara. Ich zieh dir eine blonde Perücke. Da hat jemand was kaputt gemacht. Ich habe noch keinen einzigen Generator gefunden, nur Vögel. Komm in meinen Keller. Ich war in deinem Keller, da war gar nichts. Wann hat nicht gerade noch Dildos? Sammlung. Alles gelogen. Ich mal Geld für Dildos hatte. Warum willst du eigentlich, du hast total diesen Analdrang. Absolut. Jetzt, wo ich Killer bin, offiziell darf ich mir jede Perversion leisten. Aber Quantum ist so jemand, er nimmt jemanden gefangen, das Erste, was er macht, schauen, was in sein Arschloch passt. Das ist so Regel Nummer 1. Oh, ja, alles Experimente. Man muss sich auch weiterentwickeln. Wendige Anal-Experimente. Human Centipede, sage ich dazu. Und du warst der Erste, der sich auf die Anzeige gemeldet hat. Ich hab mich mach's sogar gratis. Gemeldet. Ich wollte was bezahlen. Du hast gesagt, nee. Ich mach das freiwillig und gratis. Ich hab nie gesagt, dass ich sowas gratis mache. Ich hab gesagt, weiche Teufel. Du bist schon nackt zur Audition gekommen. Ich repariere einen Generator, Quantum. Versuch mich aufzuhalten. Kistio hat das größte und weiteste Aufgabengebiet in der Hinsicht, was ich je gesehen habe. Er kommt. Knight Rider. Oh, ich dachte, er sieht mich nicht, weil ich schwarz bin. Warum machst du diese komische Animation? Krass, oder? Krass. Oh Gott, ich brauche ja ewig zum drübersteigen. Mann, bist du schlecht. Der schlechteste Killer aller Zeiten. Komm her, Vibe. Lass mich doch einfach gehen. Komm, nee. Warum willst du mich, ha? Huh? Was habe ich dir getan? Ich hab dir... Oh, fuck. Nein, hast du nicht. Ganz und gar nicht. Absolut weh. Du bist tot. Ich bin schwarz und niemand kann schneller rennen als eine schwarze Person. Du bist tot. Ich lebe! Ich liebe! Boah, wie krass, oder? Power Whoopi, hast keine Chance gegen mich. Sorry, ist aber so. Von mir kannst du was lernen. Wie man richtig wegrennt. Irgendjemand macht hier den Generator dauernd kaputt. Ah, nein! Was ist denn? Oh, da ist jemand down. Da ist jemand hingefallen. Kreis, rette mich. Komm her. Nicht den großen schwarzen. Nicht den großen schwarzen Dildo. Ich hau dich rauf auf den Riesenvibrator. Rette mich, Kreis, rette mich! Hör auf zu winging! Erinnere dich doch zurück, Quantum, an gestern. Erinnere dich an gestern zurück, wie ich dich gerettet hab. Wie ich gesagt hab, ah komm, du billiges Fleisch. So, du Dorf gerne. Oh ja. Hör doch auf, Igitt, du Schwein! Igitt, du Schwein! Was macht komm ihr her denn da eigentlich? Hilf mir! Ja, wie denn? Keine Ahnung, überleg dir was. Hör auf zum Wiggeln, werde ich nicht. Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle.
Schau her, siehst du? Siehst du diesen riesigen? Nein, 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 lebst du noch? Bist du am Haken oder wo bist du? Ich lebe noch. Danke für deine Hilfe und dein Mitgefühl. Kein Problem, ich habe ja nur gefragt. Ich finde, du bist ein echter Freund. Ich weiß, so macht man das. Kann ich nicht laufen? Jesus Christ, die Axt ist so schwer. Mann, die Axt ist so schwer und blutig und voller ekliger alter Eingeweide. Er hat keine Ahnung, wo ich bin. Ich bin einfach der Meister-Wiggler. Ich beobachte ihn schon seit längerem. Du bist mal einfach rausgeflutscht. Das war einfach zu viel Vaseline wahrscheinlich. Hör mal auf. Jetzt lass doch mal bitte mein Poloch in Ruhe, ja? Was meinst du? Er hängt dich nicht mit der Schulter an den Haken wie die anderen. Es ist zart, jung und jungfreudig. Es ist so eine niveaulose Folge. Ja, das ist man von dir gewohnt. Genau richtig. Expander. Spitzname, der Expander. Oh oh. Oh nein! Ich laufe über meine Arme! Genau zu mir! Oh nein! Ja, hallo! Du nein! Bist keine Frau. Aber gut, auch dich können wir noch trainieren. Ich bin Koreaner! Auf hier mit den Sachen hochzuschmeißen! Ich muss doch hier weg! Oh nein, da liegt schon was! Oh. Nur noch ein Generator! Oh Mann, ich humpel! Ah, ich glaube, er hat einen Nerv erwischt! Oh, Rippenfell! Mein Rippenfell blutet! Kumpel, wo bist du? Okay, ich konnte in den Wald fliegen. Aber was ist denn mit diesen unfairen Taktiks? Nein! Ich habe ihn geblendet, aber nicht genug. Wieso konntest du blenden? Ja, ich habe eine Taschenlampe dabei. Ich habe einen Polly Pocket Schminkspiegel. Hör auf, dich zu wehren, es hat keinen Sinn. Akzeptiere einfach. Großer Gott, lass mich doch. Den Genuss. Lass mich! Okay, hier. Liegst du am Boden? Ich lieg am Boden. Er macht schmutzige Dinge mit mir. Hör auf! Mach einfach die Augen zu. Mach die Augen zu. Denk an deine Heimat. Ich bin in meiner Freundschaftszone. Nur um den Generator kümmern. Du hast Ponys. Freunde. Ponys und Muffins und Regenbogen. Wie schnell hast du dich hier rausgewickelt? Ponys, Muffins, Regenbogen, Glücksbärlis. Ich geb dir mein Glücksbärli gleich. Pfui. Ein Regenbogen. Pfui, Bärli. Du bist so ein krankes Schwein. Pfui, Bärli. Pfui, Bärli? Finde denn das Spiel Pfui, Bärli? Hör auf, ja. Aber wo kommst du denn hier hin? Das ist nur die zwei. Wir trennen uns. Nimm die Frau. Ich bin She-Mail. Und ich bin schwarz. Ich hab voll den Hammer da unten hängen. Das willst du gar nicht sehen, Quantum. Ich könnte dich voll wegtrümmern. Guck mal, der Koreaner rennt mit einer Arzttasche rum, ja, und ist aber total verwundet und am Bluten. Ich kann ja nichts machen. Komm mal her, bleib nicht stehen, was ist das? Was ist in der Tasche drin? Der will meine Tasche. Nein. Ah, Jesus. Sind sie schon wieder beisammen? Jetzt reicht's aber hier, schon wieder die Frau. Ja, nimm die Frau. So, und jetzt hör auf zum Wickeln. Jetzt reicht's mir nämlich. Ich hab Blut gehustet. Jetzt reicht's mir nämlich. Jetzt ist Schluss mit lustig. Du musst ihn unbedingt aufhalten. Kreis, renn doch nicht weg. Rette mich, Mann. Ich will keine Vergiftung. Die Haken sind total unsauber. Der arbeitet nicht. Hör auf zum Wiggeln! Er ist ganz schön flutschig. Gott sei Dank bin ich so flutschig. Bist du entkommen? Ja. Ey, komm nicht hier. Geh woanders hin. Ich geh da hin, wo ich hin will. Nein, geh woanders hin. Wiggle, wiggle, Baby! Ich steh drauf, wenn du dich wehrst. Pfui! Geh doch weg! Fucking Taschenlampen-Cheat! Blendbonus! Deine Mama hat einen Blendbonus. Aber nicht, weil sie so schön ist. Die blendet mit ganz was anderem. Riesenhupen! Was? Ass! Oh, voll ausgetrickst! Alter, oh nein! Er ritzt sich! Shit! Da wo ist hier der blöde Haken? Echt jetzt, Kreis, echt jetzt. So, hier. Ich hänge in der Bärenfalle. Komm. Nein, nein. Achso, ich muss drücken. Nein. Oh, ja. Er ist mittendrin, ha? Nein, eigentlich ist er nirgendwo drin. Fühlst du das? Gar nicht weh, nee. Fühlst du ihn? Tief wieder drin? Wenn du ein echter Mann wärst, ja, hättest du die ganze Sache anders geregelt. Aber da merkst du den Haken in dir?
Man merkt deine Vagina. Versucht sich da jemand? Okay, gut. Ich habe in der scheiß Bärenfalle festgesteckt. Rette mich, Kreis, rette mich. Nicht versuchen zu befreien. Ja, komm. Hilf deiner Freundin, Kreis. Oh Gott, oh Gott. Oh! Kreis. Oh, das sieht schlecht aus. Oh! Da löst sich... Nein, 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 nein. Angriff! Oh nein, verdammt! So krank, Mann, so krank. Ja. Ich habe keinen anderen Ausweg gesehen. Oh nein, was hat er nur vor? Er will mich auch irgendwo reinstecken. Er kann nichts anderes. Er kann eine Spezialfähigkeit. Kann er gegenwiggeln? Kann er gegenwiggeln? Wiggle dagegen an. Haken! Ich wiggle doch! Ich bin tot. Ich wiggle doch! Mein Dildo! Er hat keinen freien Dildo mehr für mich! Sie alle aufgebraucht auf der Party am Samstag! Reis, du musst fliehen. Mach Mama stolz. Ich kann nicht, ich schwitze von der ganzen Wiggelei. Jetzt hier rauf mit dir! Nein! Fuck! Direkt totgestochen, keine Chance. Ich war schon zu fertig, zu schwach. Weißt du, ich muss sagen, so unterm Strich, Quantum war ein sehr unfähiger Killer. Ich hätte eigentlich meine super krassen Skills rausholen können. Ja, genau. Im Endeffekt ging es nur um Dildos. Es ging nur um Dildos. Der Analmeister hat gewonnen. Ja, danke für den Folgentitel. Es wurde gesagt, jetzt ist es auch offiziell in der Folge drin. Der Analmeister Quantum. Ja, jeder hat so seine Talente. Weißt du, Quantum, ja, jeder ist irgendwas richtig gut. Weißt du, wir sind zwei YouTuber, wir sind seriös und wir versuchen, ja, so ein bisschen die deutsche Jugend zu formen und zu bilden. Und so ein Typ wie du kommt einfach daher mit seinen Dildo-Sprüchen und schon ist die Folge wieder vom Niveau her. Darf ich fragen, ob du gerade einen Schlaganfall hast? Nein. Nein, ich finde, wir sind offiziell Bildungsfernsehen. Also ich finde, wir stehen weit über LeFloid. Quantum hatte recht, aber Kies muss mit dem Trinken aufhören. Ja, Vaseline. Damit geht's besser, das gehört zur Bildung dazu. Ihr solltet das nicht trocken machen. Also das gehört zur Bildung. Oh Mann. Wir sind jetzt weg. Können wir die Folge hier beenden? Ich kann bitte, nicht mehr. Lass uns doch endlich gehen. Wie lange willst du uns noch quälen? Ja, akzeptiert doch einfach. Ich leg jetzt auf. Sag nicht, das hat keinen Spaß gemacht. Es hat überhaupt keinen Spaß gemacht. Okay, am Anfang war es noch witzig. Aber dann kamen die großen Durchmesser. Da musste ich dann die Party beenden, leider. Ich bin jetzt weg und gehe erstmal duschen. Ja. Und weinen. Du hast den Geruch an mir dran noch. Gott, das ist so abartig, oder? Ich erzähl mal ganz kurz noch eine Geschichte, wenn wir hier gerade beim. Was? Sind. Ja, ich muss noch kurz einstreuen. Einmal, Quantum war zu Besuch. Nee, er war bei mir so Besuch, ne? Und hat gesagt: Ja, draußen und der Brücke ist kalt. Kann ich bei dir nächtigen? Und ich so: Ja, na gut, kannst du. Und. Schlimm genug, dass er sich die ganze Zeit irgendwie so an mich rangekuschelt hat. Er hat mein T-Shirt dann am Ende mitgenommen, das ich getragen habe, und hat das eine Woche lang getragen. Er hat immer gesagt, oh, ich riech dich noch. Krank, oder? Richtig krank. Jetzt hat er sich seinem Kissen damit bezogen. So, Mann hat so einen richtigen Anal- und Geruchstrieb, wie ein wildes Tier. Da ist nicht mehr viel Mensch übrig. So, jetzt aber, Leute. Noch mehr tolle Geschichten von Quantum bei 6000 Likes. Danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.